Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Diabetes ist ein großer und präsenter Teil in meinem und deinem Alltag. Und natürlich entstehen da ganz automatisch bestimmte Gewohnheiten. Auf der einen Seite ist es natürlich ganz schön gut und praktisch, da man die Sachen, die man eigentlich eh machen muss, schon ganz automatisch macht, ohne groß drüber nachzudenken. Aber Vorsicht, denn wenn man die Dinge tut, ohne drüber nachzudenken, dann vergisst man sie vielleicht auch genauso einfach, wie man sie machen würde, ohne drüber nachzudenken. Oder ist es dir etwa noch nie passiert, dass du vergessen hast, das Insulin zu spritzen für den Schokoriegel, den du gerade gegessen hast, oder dein Basalinsulin zu spritzen, oder vielleicht auch dein Messgerät irgendwohin mitzunehmen? Dann wird aus Gewohnheit auch ganz schnell Stillstand. Dann bleibt man auf der Stelle stehen. Zuerst macht das dann natürlich auch überhaupt keinen Unterschied. Aber nach einiger Zeit, dann werden die Einstichstellen am Bauch immer dicker, da man sie nicht oft genug wechselt. So, neuer Katheter sitzt. Ja, der schaut noch gut aus. Ja, immer noch perfekt. Da gibt's doch überhaupt nichts zu beanstanden. Oh, aber das geht schon noch. Oh, shit. Oder der Finger zeigt einem auch auf den ersten Blick, dass hier immer reingestochen wird. Diabetes ist kein statischer Prozess. Er ist dynamisch und entwickelt sich immer weiter. Sowie die Technik, als auch die Behandlung an sich. Das heißt, die Behandlungsmethoden, neue Erkenntnisse, all sowas nun mal. Aber natürlich kann man das halt auch irgendwie vermeiden bzw. vorbeugen, indem man sich immer wieder weiterbildet. Sei es in Blogs, im Internet, in der Blood Sugar Lounge. Ich habe gehört, im Internet soll es echt viele coole Blogs geben, wo man sich weiterbilden kann in Bezug auf den Diabetes. Wie hieß denn das noch gleich? Blood Sugar Lounge. Ja, das sieht ja super aus hier. Oder wie hieß denn das andere noch gleich? Ah, Diabetes ohne Grenzen. Ich habe gehört, der soll auch immer gute Videos zum Thema Diabetes bringen. Oder über den Austausch mit anderen Diabetikern auf irgendwelchen Meetups oder bei irgendwelchen Veranstaltungen oder Workshops. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber vielleicht ist auch mal dein Diabetesberater oder deine Diabetesberaterin die richtige Ansprechstation, um sich neue Informationen über den Wandel in der Szene zu holen. Aber auch seine eigene Einstellung kann man immer noch weiter verbessern und neue Sachen, neue Methoden ausprobieren. Ich glaube, man sollte die Dinge, die man tut, immer wieder aufs Neue hinterfragen und sie sich bewusst vor Augen führen, damit man eben auf keinen Fall nur auf einer Stelle stehen bleibt, sich nicht weiterentwickelt und darunter quasi alles andere dann auch leidet.